Seit einem Monat kesseln wir die letzten Krautfresser auf dem Weg nach Paris immer mehr ein. Aber sie werden sich sicher wehren wie ein wildes Tier in der Falle. Wenn wir das schaffen wollen, müssen wir zu allem bereit sein. Selbst Teamarbeit mit dem SOI, den britischen Sondereinheiten. Wird ein großes Ding. Muss wohl. Wir haben Informationen vom Widerstand über einen Zug der Deutschen mit V2-Raketen für einen Angriff auf Paris. Er macht Halt bei Argentan. Es gibt uns gerade genug Zeit, um unser Team in Stellung zu bringen. Wir müssen ihn stoppen. Nach Ihrer Leistung in Marigny können Sie nun zeigen, dass das kein Anfänger wird. Danke, Sir, aber es ist ein Job für mehr als ein Platoon. Deshalb kriegen Sie Unterstützung vom SOI. Da war schon jemand fleißig. Keine Sorge, Lieutenant. Noch genug für Sie da. Die Agenten Vivian und Crowley leiten die Operation. Sie helfen dem Widerstand schon seit Monaten und kennen das Gebiet. Folgen Sie ihnen. Glauben Sie das in Marigny? Beeindruckend. Das war nicht nur ich allein. Man tut, was man kann. Und das ziemlich gut, aber das war nur der Anfang. Nee, das ist kein gewöhnlicher deutscher Versorgungszug. Das ist eine rollende Festung. Unser Kontakt beim Widerstand, Rousseau, wird uns so gut wie möglich beistehen. Aber Angriffe auf ihr Netzwerk könnten dies verhindern. Das Schicksal von Paris liegt in Ihren Händen. Genau wie damals bei unserem Absprung über Bergkorb. Und mitten in diese Patrouille. Du bist so ein alter Mann. Okay, da ist unser Ziel. Hey, das muss man den Deutschen einfach lassen. Genau nach Plan. Zug meines Lebens und die dickste Panzer. Ist ein Panzerzug. Die Reichweite der V2 liegt bei 200 Meilen. Mehr als die Strecke nach Paris. Wir können nicht zulassen, dass sie startet. Da vorne bewegt sich was. Okay. Vivian und ich schalten sie aus. Körner, das ist ihr Zeit im Vorzug. Wenn jetzt nach ihrer uns erstens einmal in Marigny ist, euer Unterstützung, ihr Job. Okay, los geht's. Alle mal. Schalldämpfer. Ah! Leute? Jo. Achso, ich habe gerade Totenstille hier.
Dieses Spiel. Nein.
Ich hab gar keinen Bock arbeiten gehen, ne? Ich. Für meine Mutter. Da geht's nicht gut. Egal, ich kehr einfach alles unter Ding, Treppe. Was? Alter, Tommy Zone ist genau in der Mitte, Loot Lake. Okay. Nah.
Welcome to the music. Also, ich muss jetzt dann raus. Okay. Thomas, ich habe mich gespielt, und Ramses, wir sehen uns. Alles klar. Jo, also ciao. Ciao. Siehst du ihn? Wow. Wie wär's mit jetzt? Nimm das Steuer!
Vorderteil des Zugs! Weiter feuern! Scheiße! Ist das echt passiert? Wir haben es geschafft! Das war für die Ewigkeit. Ich hoffe, Stiles hatte die Kamera. Vielleicht lässt Pearson uns für 5 Minuten in Ruhe. Achtung! Folgen Sie mir. Ich bringe Sie zu Ihrem Platoon. Tut mir leid. Wer zur Hölle sind Sie? Eine Freundin. Schnell jetzt. Luis. Wir haben einen Deutschen abgeknallt, der uns töten wollte.
denn wirklich so schwer, sie erst zu verhören? So viele Umstände werden wieder nicht werden. Der Zug fährt nicht mehr. Ich bin dabei.